kommen wir zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns der Musikanalyse und dabei haben wir ein gesamtes Buch über die Musikanalyse verfasst. Falls euch das interessiert, erster Link in der Videobeschreibung und jetzt geht's los mit dem Video. Und damit herzlich willkommen jetzt zu diesem Video, wo wir uns fragen, wie verfasst man eine Musikanalyse? Das heißt, heute widmen wir uns dem Thema, wie man eine Musikanalyse verfasst, beziehungsweise worum es genau geht, wenn ihr eine Musikanalyse verfassen sollt. Grundsätzlich unterteilt sich eine Musikanalyse dabei wie jede Analyse, auch in anderen Fächern, in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Und wir möchten euch zuerst die Einleitung darstellen, dann den Hauptteil und das Fazit chronologisch vorgehen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der Einleitung. Bei der Einleitung geht es darum, dass ihr praktisch einen Grundsatz für eure Analyse schafft. Das heißt, ihr müsst dem Leser praktisch erstmal das Stück vorstellen. Normalerweise ist es natürlich euer Lehrer, aber trotzdem solltet ihr das machen, damit eine Struktur rankommt. Es gibt auch Strukturpunkte, die später in der Bewertung der Analyse natürlich auch für eure Note dann relevant sein werden. Deswegen dürft ihr das auf keinen Fall missachten. Bei der Einleitung solltet ihr meistens damit starten, den Verfasser des Stücks zu nennen, beziehungsweise die Tatte-Formel als Orientierungshilfe nutzen. Die Tatte-Formel ist ja etwas, was eigentlich aus dem Deutschunterricht stammt, beziehungsweise auch in anderen Fächern dort angewendet wird, aber vor allen Dingen im Deutschunterricht und bezieht sich ja eigentlich auf Titel, Autor, Thema, Textsorte und Erscheinungsdatum. Grundsätzlich könnt ihr aber diese Tatte-Formel natürlich auch auf die Musik anwenden. Ihr müsst es dann natürlich ein bisschen abändern. Es ist offensichtlich nicht der Autor, sondern eher der Verfasser des Stücks, beziehungsweise Komponist. Thema und Titel sind natürlich trotzdem gleich. Ihr müsst das natürlich benennen. Typischerweise liegt ein Titel vor, ein Thema liegt nicht zwangsweise vor. Insbesondere bei den Analysen, die ihr in der Oberstufe schreibt, habt ihr nicht immer einen Text vorhanden. Wenn dieser Liedtext nicht vorhanden ist und dieses Thema nicht vorhanden ist, dann müsst ihr das natürlich auch nicht beachten, beziehungsweise manchmal sind noch ergänzende Texte dabei, die beschreiben, worum es geht. Das könnt ihr dann in einem kurzen Nebensatz erwähnen, aber ist sonst nicht relevant. Außerdem das Erscheinungsdatum eine Sache, die unbedingt genannt werden muss. Textsorte hier offensichtlich umzubenennen, falls ihr eine besondere Form eines Musikstückes vorliegen habt, Programmmusik oder beispielsweise ein Opernstück, dann müsst ihr das natürlich auch benennen, also eher die Musiksorte, wenn man das so fassen möchte. Wichtig ist, dass ihr den Verfasser des Stücks in der Einleitung auch kurz einordnet. Das heißt, dass ihr kurz einordnet, welche Lebzeiten er hatte und dementsprechend in welcher Zeit er gelebt hat, welche Einflüsse da eventuell auf ihn gewirkt haben. Aber das müsst ihr auch nur ganz kurz erwähnen. Außerdem solltet ihr natürlich darstellen, wer den eventuell vorhandenen Text verfasst hat. Meistens ist es nämlich so, dass der Komponist nicht zwangsweise auch der Verfasser des dazugehörigen Textes ist. Und das solltet ihr dann natürlich auch nochmal explizit nennen. Genauso solltet ihr explizit nochmal darauf eingehen, was dann eben Teil dieses vorhandenen Textes ist, worum es bei diesem Text geht. Das sollte unbedingt benannt werden. Außerdem müsst ihr natürlich die künstlerische Entwicklung beachten, das heißt Einordnung der Lebzeiten sowie auch die künstlerische Entwicklung, zu welcher Zeit das Stück veröffentlicht wurde, spielt dann meistens auch eine Rolle, wie das Stück praktisch klingt bzw. worauf es sich bezieht. Und zudem solltet ihr unbedingt, ganz wichtig, die Stilrichtung des Stücks nennen. Hier haben wir explizit jetzt mal die wichtigsten benannt. Wir haben jetzt hier einen kleinen Fehler bei der Renaissance, fällt mir gerade auf. Bitte beachtet den nicht. Renaissance wird natürlich anders geschrieben. Grundsätzlich sind die Stilrichtungen der Musik, die am häufigsten in der Musikanalyse vorkommen, Barock, Romantik und Renaissance. Falls da natürlich auch nochmal eine Unterteilung vorliegt, dann solltet ihr die unbedingt nennen. Das heißt, wenn ihr die frühe Romantik oder die späte Romantik erkennt, dann solltet ihr das unbedingt explizit benennen. Es gibt immer einen Punkt, immer nur ein kleiner Punkt, den ihr mitnehmen könnt, aber ein Punkt, den ihr später nicht missen solltet, um dann eine optimale Note zu erreichen. Außerdem könnt ihr, und das ist wirklich ein optionaler Punkt, der teilweise auch im Hauptteil stattfinden kann, auch auf die Namensgebung des Stückes eingehen. Das heißt, ihr könnt hier benennen, wie der Name stattgefunden hat, beziehungsweise wie er sich wiederfinden lässt. Je ausführlicher ihr das macht, ist so eher gehört es nicht mehr in die Einleitung, sondern muss tatsächlich dann schon in den Hauptteil übergenommen werden. Generell, je nachdem, wie ausführlich ihr auf bestimmte Punkte eingehen wollt, also wenn ihr beispielsweise einen zusätzlichen Text vorliegen habt und in der Aufgabenstellung steht, dass ihr auch nochmal auf die Lebzeiten des Autors, des Komponisten eingehen sollt, dann solltet ihr das nicht in der Einleitung machen. Könnt ihr das kurz benennen, aber dann solltet ihr das zwangsweise auch nochmal im Hauptteil benennen und bearbeiten. Also das ist ganz wichtig. Versucht da nicht zu sehr euch auf das zu fokussieren, was wir hier dargestellt haben. Grundsätzlich kann es nämlich sein, dass ihr gewisse Teile der Einleitung dann typischerweise auch auf den Hauptteil übertragen könnt.
Starten wir jetzt aber genau mit diesem Hauptteil. Und ihr seht, da erwartet euch eine Menge, was ihr analysieren müsst. Grundsätzlich sagen wir schon mal vorweg, wir haben zu den Stilmitteln der Musik nochmal explizit ganz viele weitere Videos gemacht. Falls euch die interessieren, versuchen wir euch eine Playlist zu verlinken. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach auf unserem Kanal gucken. Da haben wir das natürlich auch alles für euch verlinkt. Ihr könnt gerne unter den Playlists gucken oder einfach nach dem Thema suchen, was ihr von uns braucht. Rhythmik, Melodik, Harmonik, Form, Dynamik, all das Elemente, die wir uns nochmal sehr detailliert angeguckt haben. Also das nur kurz erwähnt. Beim Hauptteil des Stückes solltet ihr zunächst allerdings auf die Tonart des Musikstückes eingehen. Das heißt, ihr solltet euch die Frage stellen, okay, in welcher Tonart ist das Ganze geschrieben? Ist es ein C-Moll oder welche andere Tonart auch immer davor liegt? Da gibt es ja ganz, ganz viele. Deswegen solltet ihr euch vorher unbedingt auch mal angucken, wie ihr die Tonart des Musikstücks bestimmt. Das ist natürlich eine sehr grundlegende Sache, die typischerweise auch kein Problem mehr darstellt. Insbesondere am Ende der Oberstufe ist man da meistens relativ fit. Falls ihr da noch nicht fit seid, versucht das unbedingt zu machen, denn das sind meistens auch mehrere Punkte, die ihr hier bekommt und die ihr dementsprechend auch nicht missen solltet. Außerdem müsst ihr die Taktart bestimmen. Die Taktart des Stückes zu bestimmen ist meistens relativ einfach, denn meistens steht sie ja einfach am Anfang des jeweiligen Stücks und ist beispielsweise ein Dreivierteltakt und da könnt ihr das dann relativ schnell ablesen und dann einfach übernehmen. Dementsprechend treten da meistens keine Probleme auf. Auch das ist eher eine Sache, die kaum Punkte gibt. Achtet aber darauf zu differenzieren, falls es einen Wechsel zwischen den Taktarten gibt und ihr den benennen sollt, also ihr den vorfinden könnt, dann macht das unbedingt und benennt den unbedingt. Das ist meistens nochmal eine sehr wichtige Sache, die dann für die Analyse des Hauptteils wichtig ist. Außerdem müsst ihr natürlich das Tempo in den vorliegenden Takten bestimmen, euch angucken, wie liegt ein Tempo vor, wie korreliert das mit der Taktart, all das natürlich alles Analysepunkte, die zusammengefasst für euch wichtig sind. Außerdem müsst ihr die Instrumentation beachten, das heißt, welche Instrumente werden einbezogen, welche Instrumente hat der Komponist bewusst ausgelassen oder eben noch unbewusst ausgelassen und insbesondere natürlich darauf achten, wo werden welche Instrumente eingesetzt. Beispielsweise beim Intro, bei der Einleitung des Stücks, welche Instrumente werden da genutzt, beim Hauptteil des Stücks, welche Instrumente werden da genutzt, ist das gesamte Orchester vertreten oder sind nur explizit ein paar wenige Instrumente vorhanden, welche Instrumente müssen an welchen Stellen aussetzen, all das Analysepunkte, die ihr beachten solltet. Grundsätzlich ist es beim Hauptteil ja so, dass ihr typischerweise von dem Lehrer oder der Lehrerin vorgegeben bekommt, auf welche Takte ihr besonders achten sollt. Dementsprechend erleichtert euch das meistens die Arbeit ein wenig. Grundsätzlich aber auf charakteristische Stellen achten, wo besonders viele Instrumente oder besonders wenige Instrumente da spielen. Dementsprechend da könnt ihr dann den Hauptteil besonders euch angucken. Außerdem solltet ihr auf den Aufbau des Stückes in Korrelation zu dem eventuell vorhandenen Stücktext eingehen. Das heißt grundsätzlich, der Aufbau des Stückes, der vorhanden ist, den müsst ihr auf jeden Fall analysieren. Und falls ein vorhandener Text vorliegt, also wenn ein Text bei dem Stück mit dabei ist, weil es eine Oper ist beispielsweise, dann müsst ihr den auf jeden Fall benennen und auf jeden Fall den Inhalt deuten, also auch die Korrelation, also den Zusammenhang zwischen dem Stück und dem Text unbedingt deuten, ganz wichtig. Aber ihr müsst natürlich auch darauf eingehen, wie der Text eingesetzt und harmonisch unterstützt wird von den jeweiligen Instrumenten bzw. den jeweiligen vorliegenden Noten, Tonhöhen und so weiter. Außerdem solltet ihr auf den angeregten Effekt beim Zuhörenden benennen. Hier ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr sachlich bleibt. Das heißt, ihr solltet nicht sagen, dieses Stück hat einen Effekt, hat einen positiven Effekt auf mich oder dieses Stück hat einen Effekt, dass ich glücklich werde. Nein, das solltet ihr auf keinen Fall machen. Nein, ihr solltet diese angeregten Effekte natürlich benennen. Das heißt, die Grundstimmung ist positiv und das äußert sich in den und den Tönen, die dazu führen, dass der Zuhörende glücklich angeregt wird. Das wäre beispielsweise ein Satz, der sachlich neutral ist, aber dennoch eben diesen Effekt rüberbringt. Und diese Effekte solltet ihr immer wieder benennen, falls es charakteristische Stellen gibt, an denen ihr das einbringen könnt. Also ganz wichtig, angeregte Effekte beim Zuhörenden benennen und interpretieren. Und zuletzt jetzt der größte Punkt, der euch am meisten beschäftigen wird, der auch die meisten Punkte gibt, dementsprechend sind die Stilmittel der Musik. Das heißt, ihr müsst auf diese folgenden 5 Aspekte unbedingt eingehen. Ihr müsst euch angucken, was ist die Rhythmik, welche Rhythmik liegt vor, welche Melodik liegt vor,
welche Harmonik liegt vor. Das habt ihr in Teilen natürlich schon mit der Tonart des Musikstücks gemacht, aber das müsst ihr noch weiter ausdifferenzieren. Und ihr müsst natürlich auf die Form sowie die Dynamik, also die Lautstärke eingehen. All das Aspekte, die ihr zusammenbringen müsst und die dann dazu führen müssen, dass ihr idealerweise den perfekten Hauptakt, die perfekte Analyse schafft und damit dann sehr erfolgreich seid. Also das alles zusammengefasst, die Stilmittel der Musik, die ihr im Hauptteil unbedingt analysieren müsst. Wie gesagt, wir haben dazu nochmal ein extra Video verfasst, beziehungsweise viele extra Videos verfasst, die euch da helfen sollen, genauer mit der Rhythmik, Melodik, Harmonik, Form und Dynamik klarzukommen. Falls euch das interessiert, guckt da unbedingt auf unserem Kanal beziehungsweise in der Playlist vorbei. Wir hoffen, das haben wir euch in der Infokarte verlinkt. Und jetzt starten wir auch zuletzt mit dem Fazit. Und beim Fazit habt ihr eigentlich den Hauptteil der Analyse geschafft. Ihr könnt erstmal beruhigt durchatmen. Ihr habt jetzt ja wahrscheinlich schon einen Großteil der Punkte geerntet. Und das Fazit ist jetzt wirklich eine Sache, die erstens nicht lange dauert und zweitens für euch nochmal sichere 4 bis 5 Punkte gibt, je nachdem, wie der Lehrer das bewertet. Also die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und dafür gibt es, ihr seht nur wenige Punkte, die ihr beachten sollt. Grundsätzlich solltet ihr eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse liefern. Das heißt, ihr fasst einmal kurz zusammen, wie der Komponist sein Stück verfasst hat, in welcher Tonart, in welcher Tonlage, geht dann auch darauf auf, welche charakteristischen Instrumentationen besonders aufgefallen sind, welche Effekte besonders aufgefallen sind und nennt vielleicht abschließend nochmal 1, 2 Stilmittel, die ihr für besonders wichtig haltet. Also das alles Aspekte, die zusammengebracht dann die Möglichkeit euch bieten, praktisch eine ideale Zusammenfassung zu fassen. Ihr sollt auch einen Hinweis auf eventuell weiterführende Aspekte geben. Das heißt, wenn der Lehrer von euch verlangt hat, dass ihr euch auf einen Takt besonders beschränkt und ihr praktisch noch einen anderen Takt habt, der auch auffällig ist und der auch andere Aspekte nochmal berührt, dann könnt ihr das natürlich benennen, kurz, einfach nur damit der Lehrer auch sieht, okay, ihr hättet sogar noch weitere Aspekte, die ihr analysieren könntet. Außerdem solltet ihr keine zusätzlichen Aspekte mehr einbringen. Es ist eine Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse, es ist eine Zusammenfassung eurer Ergebnisse und nicht noch ein weiterer Hauptteil, den ihr hier macht. Also keine zusätzlichen Aspekte einbringen, ganz wichtig. Und ganz wichtig auch, dass ihr ein kurzes und prägnantes Vorgehen habt. Das heißt, dass ihr euch möglichst kurz fasst, dass die Zusammenfassung wirklich kein zweiter Hauptteil wird, also kein weiterer großer Text, sondern eigentlich ein ganz kurzer Text. Meistens ist die Faustregel hier 2 bis 4 Sätze. In dem Rahmen sollte sich das bewegen, je nachdem, wie kurz oder lang eure Sätze sind, wie komplex oder weniger komplex sie sind. Je nachdem solltet ihr dann euer Fazit machen. Meistens ist es eine halbe DIN A4-Seite, also eine halbe DIN A4-Seite Spalte, je nachdem, wie ihr in eurer, in eurer Klausur dann schreiben müsst. Also kurzes und prägnantes Vorgehen, nochmal ganz wichtig für das Fazit. Damit möchten wir uns auch bedanken für das Zuschauen bei diesem Video. Wir hoffen, wir konnten euch helfen bei diesem Video mit der Frage, wie verfasst man eine Musikanalyse. Falls dem so ist, würden wir uns über ein Like oder ein Abo freuen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal kommentiert, beziehungsweise unser Video kommentiert, mit Lob, Kritik oder sogar Verbesserungsvorschlägen. Wir würden uns riesig freuen, euch demnächst wieder auf unserem Kanal zu sehen. Haut rein und ciao.